Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder mit einem interessanten Thema, für mich zumindest. Und zwar, letzte Nacht haben die Golden State Warriors gegen die Oklahoma City Thunder gespielt. Und dann kam es zu einer Szene zwischen Westbrook und Saša Pačuliulja. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Das ist mir auch im Endeffekt total wurscht. Deshalb könnt ihr mich gerne verbessern. Und die Klugscheißer sind sowieso gleich am Start. Jedenfalls gab es eine interessante Szene, und zwar hat sich Saša auf Westbrook drauffallen lassen, meiner Meinung nach. Ich habe mir die Szene echt sehr oft angeguckt, bestimmt an die 50 Mal so in Dauerschleife, weil es sehr faszinierend ist. Wirklich sehr, ich zeige es euch hier. Trying to get contact. Good no call. Looked like a little hobble. Looked like that left ankle. Trying to get contact. Good no call. Ja, und umso öfter man sich das anguckt, ist es irgendwie auch der Gesichtsausdruck, die ganze Körperhaltung vom Saša überhaupt so an sich, das ist alles so, ich lasse mich jetzt einfach mal fallen so und hoffe, ich treffe irgendwas, aber es darf nicht zu sehr geschauspielert wirken, es ist wirklich, so kommt es mir halt vor, weiß ich nicht. Ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihr das anders seht, und überhaupt würde mich auch sehr interessieren, eure Meinung dazu. Und seit letztem Jahr in den Playoffs, wo er halt diese Aktion gemacht hat gegen Kyrie Leonard. Tut mir auch leid, wenn ich den wieder falsch ausspreche, aber es ist mir auch wieder fast wurscht. Da habe ich ein Video drüber gemacht, das findet ihr hier in den Playoffs, wo er so, ja, Leonard hat geworfen und er verteidigt, macht aber den Schritt auf ihn zu und stellt dann sein Bein unter Leonard, sodass Leonard auf seinem Fuß landet und dadurch umknickt. Also es war wirklich auch so, ja, eigentlich, natürlich macht man nicht, aber konnte man sich auch drüber streiten, war es Absicht, war es keine Absicht? Jetzt, diese Nacht, kann man sich wieder drüber streiten, ist es Absicht, ist es keine Absicht, aber mittlerweile so, die ganzen Aktionen, wenn man sich diese Szenen immer wieder anguckt, da ist irgendwie, so blöd kannst du nicht sein. Andererseits denke ich mir auch, so ein Assi kann man nicht sein. Kann man wirklich in der Profiliga so ein Assi sein, dass man sowas mit Absicht macht, um absichtlich jemanden verletzen zu wollen? Verstehe ich menschlich so irgendwie nicht. Wäre krass, wenn es wirklich so ist. Da wäre es mir lieber, wenn er einfach nur asozial dumm ist und das nicht absichtlich macht, weil er halt wirklich so drauf ist. Ich weiß es nicht. Also ich finde das Thema sehr faszinierend, vor allem ja, dieser Saša, das ist wirklich so, keine Ahnung. Es ist, ja, eure Meinung dazu bitte. Ich finde das ein sehr interessantes Thema und wird von dem noch was kommen? Ich glaube nämlich mit Sicherheit, dass da mal wieder was kommt. Es ist wahrscheinlich schon ein Wunder gewesen, dass so lange nichts gekommen ist von ihm, aber weiß ich nicht. Wir werden sehen, in den Playoffs wahrscheinlich geht es wieder rund. Und ja, die Szene heute, das war wirklich, ja, guckt euch das an, so oft wie ihr wollt, immer wieder, in Zeitlupe auch, im Zeitraffer. Es ist wirklich, weiß ich nicht, ich komme da nicht so ganz mit klar. Also ich persönlich denke, ja, das war Absicht. Ich weiß nicht, was er damit bewirken wollte, ob er Westbrook wirklich böse verletzen wollte damit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kann halt in den Menschen nicht so reingucken, aber ja, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank, euer Mr. Mike. What do you mean what happened? What do you think what happened? I don't know. I couldn't see. Don't lie. Don't lie. You couldn't see it. You saw the instant replay 4 times. What happened? I fell on your leg. Thank you. Don't ask me a dumb question you know the answer to. You think it was intentional? Did you see it? What it look like? What it look like? Anybody touch him? Yes or no? I didn't see the replay yet. Oh, you didn't see it? But why are you asking about something you didn't see? I just saw it live. Well, then, if you didn't see it, don't ask me a question. Don't ask me dumb questions. Obviously, it was intentional. So don't ask me, was it intentional? Nobody touched me, fell over my leg, tried to hurt me, you know. But hey, that's how I go. Do you think that's something the NBA needs to look into more? Hey, man, they'll see it and look at it. You know what I'm saying? They'll see it. Do you think you've had a couple run-ins with Saša? Do you think he's a dirty player? Yeah, for sure. For sure. Seriously, what'd you say? No. Oh. No, not you. Oh, okay.